Zoma und sie haben Robots mit einem Wurfpfeil töten, mit dem Wurfpfeil töten. Ist das optimale Missionsziel. Ich dachte irgendwie, dass das nicht. Es schmeichelt mir ungemein, wie viel Aufmerksamkeit du mir schenkst. Möge der Bessere von uns den Zweitbesten besingen. Das ist sehr nett von ihm gesagt, das heißt keiner benutzt der Verlierer. Allerdings wird einer gleich sein Leben lassen und ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das nicht bin. Alter, das ist ein Wurfpfeil. Guck mal, hier war's aufgehoben für dich. Wie versprochen. Wie gut ich mich doch kenne. Was ist mit dir, Edward? Fandest du den Frieden, den du wolltest? So hoch sind meine Ziele nicht. Frieden ist nur eine kurze Verwirrung zwischen zwei Kriegen. Dann bist du ein Stoiker. Vielleicht habe ich mich in dir geirrt. Sie hätte bestimmt noch Verwendung für dich gefunden. Sie? Von wem sprichst du? Oh, sie, die stets wartet. Verschüttet. Ich hatte gehofft, sie zu finden, sie wiederzusehen. Die Tür des Tempels zu öffnen, zu hören, wie sie meinen Namen spricht. Aida. Du spinnst, Mann. Oh, ich wurde zu früh geboren. Wie so viele andere vor mir. Wo ist der Apparat, Roberts? Zerstöre diesen Körper, Edward. Die Templer, wenn sie mich kriegen. Achso. Robots mit Wurfpfeil töten, Wachen durch Zerstörung. Ja, Robots ist tot. Ja, so ist es halt. Das ist hier die Hauptsache, ne, dass der Robots tot ist. Das ist nur so eine Sequenz wie, oh, du musst den Körper verbrennen und nicht einfach so. Und dann halt nicht. Dann geht's halt, naja, zurück nach Hause, würde ich sagen. Ich würde mal jetzt was gucken wollen. Man kann immer nach PCP, das ist natürlich interessant. Wenn dem so ist, dann ist das ja vollkommen egal, da können wir das ja später alles mal machen. Schnellreisen, geht's auch genau dahin. Super. Das gefällt mir. So. Ich bin gespannt. Wir haben den Kopf. Wir haben vielleicht die Kiste. Wir haben Robots getötet. Der beste Templer ist tot. Also eigentlich sind fast alle Templer tot. Wir haben eigentlich fast jeden Templer umgebracht mittlerweile. Was machen wir jetzt, ist die Frage. Hey, warte! Oh. Naja, gut. Ich frage mich echt, was wir jetzt machen. Was gedenkt Edward jetzt zu tun? Den Tempel zerstören? Den Kopf zerstören? Die Saida finden, von der wir ja schon wissen, weil wir haben ja schon das Sessions wieder 1, 2, 3 gespielt. Wir kennen also diese Vormenschen, die vor uns gelebt haben. Aber die findet halt nicht jeder. Oh fuck. Das ist jetzt suboptimal. Aber kein Problem. Wir finden doch hier sicherlich gleich. Okay. Ja, da ist es doch schon. Wer ist das denn?
Ah, Captain Kenway. Ich vermute, das ist das freundlichste Gesicht, das ihr seht, seit ihr vor Anker gingt. Steht Havanna meinetwegen unter Ausgangssperre? Ei. Torres glaubt wohl, jemand sei hinter ihm her. Er hat recht. Ein widerliches Ding. Ist es das, was ich glaube? Ei, seht her. Mit dem Blut des Gouverneurs können wir durch seine Augen sehen. Das ist bei der Kirche. Verwahrt es gut. Nur für den Fall. Ich bin in meinem Büro. Viel Glück. Wer ist das? Wieso gibt Edward sowas Wichtiges irgendeinem Mensch? Oh, ach, danke schön. Ich kann es doch nicht weggeben. Weißt du, es sind Hunderte gestorben dafür. Hunderte. Und Edward gibt es einfach der nächstbesten Frau, die ich im ganzen Spiel noch nicht einmal gesehen habe. Und er ist höchstwahrscheinlich in der Kirche. Ich sehe aber auch schon, wie ich da hochkomme. Nein. Hihi, du siehst mich nicht. Was haben wir denn hier? Wir haben uns sicher einen Schlafpfeil, genau, geschafft. Quieto, no te muevas! Jetzt mal. Was? So. Go, go. Ich sehe schon, wie ich da reinkomme. Lalalalalalala. Wir brechen in die Kirche ein. Das wäre ein ungemein vulgäres Verhalten. Vulgäres Verhalten? Ich weiß nicht. Ich rede gerade einfach nur für Elefanz. Wie immer. Moin Jungs. So. Ist das der Innenhof? Nee, ist doch gar nicht der Innenhof. Das ist... Ach so, verstehe. Das ist... Das Ding hat gar keinen Innenhof. Das ist halt ein Innenhof. Aber es hat keinen. Hier ist nichts. Tenemos un asunto pendiente con el tiburón en el castillo. El señor Torres querrá hablar con nosotros personalmente. Propio Torres, menudo honor. No te alteres, amigo. Esto no es una reunión de sociedad. Seguidnos. El tiburón, das ist ja. Die kenne ich zwar, der Haupt. Du hast probiert. Okay. Ich wollte das auch probieren. Darf ich nicht? Okay. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor. Bien. Nein, ich... Das, der ist da reingefallen. Ah, Mist, Alter. Ich muss den Typ auf dem Dach wieder ausschalten. Der ist jetzt natürlich nicht mehr tot, weil... Zwei habe ich. Okay.
Ich soll jetzt... Okay, ganz gut. Wir schaffen das. Ist doof, dass der Typ nicht mehr tot ist jetzt. Das ist behindert. Denn hier hätte es nämlich jetzt gar nicht passiert. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Ya han enviado la mayoría de la flota. Spinner, nicht zweite Spinner. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. ¡Atención! ¡Oh, es kann doch nicht sein! Komm schon, hoch! Das ist unklar. Okay, ich weiß jetzt, wo sie lang machen. Das ist witzig. Ich bin absolut... Ich hasse die Schleichmission bei so einem Spiel. Auch im Solo-Spielen, also ohne zu quatschen oder so, habe ich keine von den Schleichmissionen als mit einem Ding hinbekommen, in einem Rutsch. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? So, wie war da? Ya han enviado la mayoría de la flota. ¿Estás cuestionando una orden directa, soldado? No, señor, pero es que... Bien. So. Verfolgen ohne Aufmerksamkeit zu erregen, schade. Diesmal hoffentlich. Das geht halt einfach. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Die Pfeile muss ich ein bisschen üben. Das ist jetzt. Un rumor acaba con la confianza más rápido que nunca. Das ist so geil, wenn Leute da langlaufen und über die Dächer oder drüber springen, das ist halt so ein geilen Flair. He oído historias sobre ellos. Espero que te equivoques. Ahí, vosotros dos. Cerrad esas bocas antes de que os las tenga que cerrar yo. Señor, sí, señor. Na gut. Was ist da denn los? Oh Dios, ahora qué? Marcus! Oh, yes. Du gottverdammtes Monster! Gracias, señor. Esos prisioneros. Cállate. Bien, continuemos. Vosotros, seguidnos. Y esta vez no vayáis a meter la pata. Ich will gegen ihn nicht kämpfen. Nur die Kämpfe in der Session Speed, ja, naja. Jeder Gegner ist gleich stark eigentlich. Fuck. Ach, komm schon. Oh, hab ich aber jetzt echt Glück gehabt. Das war knapp, Alter. Ich überlege mich einen Anstrenger, aber das bringt ja nichts. Kann ich nicht, okay. Ja, da angucken. Okay, immer schon verfolgen. Ich frage mich, wo die mich noch hinführen wollen. So, bin ich hier. Super Idee. Sicher die beste Idee, die ich hatte. Irgendwo? Oh. Ahora, tengo una pregunta para ti. ¿Eres tipo emo y o te tengo encañonado?
Entfernung zum Ziel, Entfernung zum Ziel, Entfernung zum Ziel. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich stütze, ich muss aber nicht rein, oder? Das ist ein Witz. Ich dachte, der ist jetzt schon sicher und ich kann die alle umbringen schnell. Oh Mann. Ich habe jetzt auch nicht sicher, wie viel Zeit ich habe, bis ich den, bis die Verfolgung. Och, ist das euer Ernst? Euer scheiß Ernst, Alter. Ohne Mist, jetzt muss ich den ganzen Dreck nochmal machen, weil ich am Ende einen Fehler gemacht habe. Es ist so sinnlos. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Naja, dann machen wir es halt nochmal alles. Ich hab's eigentlich nichts zu tun in meinem Leben, deswegen. Ich hab gerade ein bisschen die Schnauze voll, muss ich gestehen, und ich bin kurz davor, das zu cutten und zu warten, bis ich es geschafft habe. So leicht, also... Ich werde dann auch leicht ungeduldig und merke, dass ich ein bisschen ungeduldig werde, wenn mir sowas passiert. Aber es ist auch echt zum Kotzen, wenn du eine Mission gemacht hast und dann alles nochmal machen musst. Wegen so einem Scheiß. Señor, disculpe, pero ¿por qué tenemos que entrar ahí? Mal abgesehen davon, dass mich Verfolgungsmissionen sowieso ziemlich sinnlos und langweilig finde. So, guck mal, jetzt muss ich mir nicht eingehen. Ich habe noch keine andere Leute, ne? Ich könnte mich ja hier verstecken. Und falle ich über die Dächer nicht auf. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. Lauf schneller. Ist das zu kotzen. Dann schneller. Edward, komm schon. Na los. Go, 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 go. Tienes escapatoria. Dios, ahora qué. Ah, ¿qué? Ah, ¿qué? Ah, ja, es war so klar. Das ist doch ein Witz. Er ist echt schon wieder am Ende. Oh Mann, ich kann aber nicht länger warten, sonst rennen die weg. Ach ja, so hier, gelb alle, bla bla bla. Ich kann auch hinter den herlaufen, das juckt die gar nicht. Also ich kann mich hier herstellen, das juckt die nicht. Oh doch, vielleicht ein bisschen. Lol. Was war das denn bitte jetzt gerade? Okay, der stirbt jetzt nicht. Ja, angucken. Attention! So. La ciudad entera en alerta por esos asesinos. Calla. Un rumor acaba con la confianza más rápido que una bala. Ni menciones a los asesinos. Ich will mir das nicht hundertmal anhören. He oído historias sobre ellos. Espero que
que te equivoques. Ich schaue schon mal, dass ich alles umbringen kann. Das bringt nichts, okay. Ich dachte, ich kann vielleicht umbringen und den Verlauf der Geschichte das vielleicht so ein bisschen ändern, aber...